Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Datacolor Webinar. Ich bin Boris Bergmann und will Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dem Spider 5 Studio Color Calibration Webinar. Wir nennen unser neues Paket die ultimative Farbkalibrierungslösung. Warum ultimativ? Weil sie wirklich alles abdeckt. Und deshalb sollten wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen genauer anschauen. So, aber ich will Ihnen nicht verschweigen, abgesehen davon, dass Sie jetzt gerade sehen, was hier im Koffer drin ist, was Sie in den nächsten circa 60 Minuten erwarten wird. Wir werden uns ich sage jetzt einfach mal, durch den Koffer durcharbeiten im Sinne des Workflows. 60 Minuten sind natürlich nicht viel. Das heißt, ich werde aber eine Mischung finden, hoffentlich, die Ihnen genug zeigt, was ist drin und umgekehrt auch zeigt, wie geht man damit um. Das muss natürlich heute nicht bis in alle Tiefen hineingehen, denn das lässt sich innerhalb der Zeit leider so nicht bewerkstelligen. Es geht uns damit beim Spider 5 Studio darum, dass Sie als Fotografen, als anspruchsvolle Fotografen, ein Höchstmaß an Kontrolle und Genauigkeit bekommen über Ihren gesamten Workflow, den gesamten digitalen Workflow. Und zwar von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zum Druck können Sie sagen, okay, ich habe überall wirklich Kontrolle darüber, wie sich Farbe bei mir darstellt, dass sie sich konsistent darstellt. Und das ist letztendlich der wichtigste Punkt im Ganzen. Im Anschluss an diese Präsentation werden Sie dann die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und das ist das, was jetzt auf Sie zukommt. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Warum denn überhaupt kalibrieren? Und da gibt es nun verschiedene Punkte, die es zu beachten gilt. Bildbearbeitung machen Sie am Monitor. Bedeutet also auch, Bildbearbeitung heißt an dieser Stelle am Monitor arbeiten, heißt dort kontrollieren Sie Ihre Farben. Dort muss natürlich die Farbe stimmen. Und das Problem ist leider, dass Monitore Farbe nicht einheitlich darstellen. Nicht unterschiedliche Monitortypen, aber auch der gleiche Monitortyp, bloß unterschiedliche Geräte, die unterschiedlich alt oder eben auch nacheinander vom Band gefallen sind und damit natürlich eine gewisse Streuung, eine Produktionsstreuung unterliegen. Das sind Punkte, die haben Einfluss und die sorgen leider manchmal dafür, dass man hinterher das Ganze, wenn man es zu spät merkt, erst im Ausdruck merkt und dann stellt man fest, oh, jetzt muss ich wieder weiter vorne ansetzen. Also vom Fotografieren über die Bearbeitung, hier liegen die Daten auf Ihrer Festplatte, auf Ihrem Rechner, in der Bildbearbeitung bis zum Ausdruck. Und wenn dann eben auch die Drucke nicht mit dem Monitor übereinstimmen, fängt man an, woran lag es denn? Deshalb sagen wir, Sie nutzen beim Fotografieren den Spider Cube für Weißabgleich und noch viel, viel mehr. Kontrastbalance sei hier mal schon mal gesagt. Dann sorgen Sie mit dem Spider 5 Elite aus dem Spider 5 Studio Koffer dafür, dass Ihnen das hier nicht passiert. Wenn Sie nämlich zum ersten Mal Ihre Dateien öffnen, denn so sieht die Datei aus, nachdem Sie sie fotografiert haben. Wenn Sie sie dann öffnen und Ihr Monitor zeigt, weil er einen Farbstich hat und Sie sehen hier einen extremen Farbstich. Es kann ja auch sein, dass er einen Farbstich zeigt nur in den Tiefen oder nur in den Spitzlichtern. Das kann durchaus mal passieren und dann merkt man es teilweise erst relativ spät. Nämlich, wenn man die Datei dann korrigiert hat, ob das hier nun eine offensichtliche Korrektur hat oder man hat unterbewusst gesagt, okay, das muss so oder so geschoben werden, von den Farben das Ganze abgespeichert und dann diese Datei ausgedruckt. Wenn dann der Drucker hier auch noch eine Diskrepanz zeigt, weil zum Beispiel unterschiedliche Tinten, unterschiedliche Papiere zum Einsatz kommen, weil natürlich auch Drucker einer gewissen Streuung unterliegen, dann habe ich hier so viele Variablen drin, da muss ich das Ganze kontrollieren. Und dann fange ich an, ich mache die Datei auf und stelle aber fest am Monitor, diese Datei sieht doch gut aus. Ja, aber Sie hatten keine Möglichkeit, wirklich hier auf einem gemeinsamen Standard, auf einer gemeinsamen Sprache basierend zu arbeiten.
Und das ist die Problematik, und diese Problematik gilt es zu kontrollieren. Und das sind halt die Werkzeuge der Spider Cube, der Spider 5 Elite und der Spider Print. Alle zusammen befinden sich im Koffer des Spider 5 Studio. So, genau, was ist drin? Es ist nicht nur, dass der Koffer drin ist. Und ich mache das hier. Sie sehen, einige Folien kann man relativ schnell machen. Will ich mich auch kurz halten. Was ist drin? Einerseits das Ganze sauber und ordentlich verpackt. Dann eine Karte. Und diese Karte ist wichtig. Hier ist eine Seriennummer drauf. Und hier finden Sie den Link zur Software. Aber das ist nicht nur der Link zur Software, wie Sie nachher sehen werden. Das ist die zentrale Anlaufstelle für alle Dinge, die Sie so beim ersten Mal wissen sollten oder vielleicht mal nachschlagen möchten. Da finden Sie immer alles und der Vorteil immer aktuell. Sie greifen also nicht in 3 Jahren wieder in den Koffer hinein, ziehen die CD heraus, alles ist keine drin und stellen dann fest, oh, die Version von der CD passt ja gar nicht mehr auf meinem Rechner. Oder CD, aber ich habe doch gar kein CD-Laufwerk mehr. Haben wir von vornherein unterbunden. Wir reden über Downloads von maximal 100 Megabyte. Also das sollte kein Thema sein. Dann der Spider Cube mit einer kleinen Transporttasche ist wichtig, weil die ist halt in Anführungszeichen sauber. Ich will damit nicht sagen, dass die Taschen, die Sie haben, irgendwie dreckig sind. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Jeans an und packen Ihren Spider Cube in Ihre Jeans hinein. Ihre Jeans ist selbstverständlich sauber, frisch gewaschen aus der Waschmaschine. Jo, und dann haben Sie auch schon das erste Problem unter Umständen. Ihre Jeans ist gewaschen worden in der Waschmaschine. Dieses Waschmittel enthielt optischen Aufheller und der optische Aufheller, jo, der geht halt eben aus der Jeans dann auf den Spider Cube über. Wir mit dem Auge sehen es nicht, aber die Kamera nimmt natürlich was wahr und das führt dann zur Verfälschung. Also aufpassen. Deshalb eben diese kleine Transporttasche. Spider 5, Kolorimeter, ja, okay, sehen wir auch gleich. Und den Spider Print mit der Basis, das ist unten drunter, das ist jetzt hier auf diesem Foto nicht zu sehen. Da ist eine Ablagebasis, da ist auch die Weißkachel drin, auf die kalibriert wird. Und ganz wichtig, der Spider Guide, dieses Lineal. So, das ist es drin im Koffer und jetzt stellt sich die Frage, wie geht denn das Ganze los? Ja, und was macht der Cube überhaupt? Der Cube stellt eine Lösung dar, und zwar eben eine 3D-Lösung für die korrekte Einstellung von Weißabgleich, Belichtung, Schwarzwert und Kontrast. Das Ganze kann ich im RAW-Prozess machen, und zwar in jeder, ja, herkömmlichen Software, die ich dann einsetzen kann. Das Ganze ist wirklich einfach zu nutzen. Wir sehen das gleich. Und Sie hängen einfach den Spider Cube in das Motiv oder einfach auf dem Stativ befestigen. Ich persönlich zum Beispiel, ich habe immer so ein kleines Tischstativ oder so das kleinste Gorilla dabei. Da schraube ich mir das Ganze drauf, dann kann man das auch mal eben schnell am lang ausgestreckten Arm vor sich ins Motiv hineinhalten. Das Ganze ist ein Kunststoff, ein ABS-Zykoloy heißt das Zeug genauer gesagt. Das ist robust. Das Ganze ist durchpigmentiert und sollte Ihnen das Ding doch mal irgendwie verschmutzen, dann macht das überhaupt nichts. Dann waschen Sie das Ganze ab. Ne, ein bisschen Spüli und Wasser und warmes Wasser und selbst wenn da Kratzer drin sind, okay, rein theoretisch könnte man die runterschleifen. Wichtig ist bloß, dass Sie das hinterher eben nicht mit einem T-Shirt trocknen, sondern nehmen Sie ein Stück Küchenkrepp und sorgen dafür, dass es unbedruckter Küchenkrepp ist. Dann haben Sie das Ganze auch wieder trocken und sauber. Und wie arbeitet man nun mit dem Spider Cube? Das will ich Ihnen gleich zeigen. Und dazu habe ich mir hier mal ein Bild mitgebracht. Sie sehen, ich zeige Ihnen das Ganze im Augenblick gerade hier auf einer Windows-Maschine. Das Ganze könnte ich Ihnen auch auf dem Mac zeigen. Aber das ist an der Stelle gar nicht der Punkt. So, ich habe hier etwas fotografiert und die Frage ist halt, wie stellt sich diese Situation, diese Bildsituation überhaupt da. Und ich will Ihnen, mache Ihnen das mal ein bisschen größer. Dann können wir uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Sie sehen hier oben, das sieht so aus, als wäre da irgendein Lampenlicht drauf. Auf der anderen Seite ist es hier drüben sehr, sehr hell. Und das ist in unserem alten Büro gewesen. Wir hatten hier links eine Fensterfront, rechts Kunstlicht, ganz normale Glühlampenbeleuchtung, die auf der Seite stand. Und das Ganze
am Benjamini. So, Kollege hat dieses Foto gemacht, hat den Spider an dem Benzel dran in den Benjamini gehängt und einfach mal fotografiert. So soll es sein. Das hat den entscheidenden Vorteil gegenüber einer Graukarte, dass sie in diesem Falle bei einer Mischlichtsituation durch die Würfelform des Spiders immer eine Seite heller sehen. Und jetzt kommt's. Unser menschliches Auge macht einen Weißabgleich auf die jeweilige Lichtsituation. Und zwar dann immer auf die hellere Lichtquelle, weil das ist für unser Auge die wichtigere Lichtquelle. Würde in diesem Falle also sein, die hellere linke Seite, da wo die Fensterfront war. Die rechte Seite, wo hier das Licht drauf fällt von der Lampe, ist nicht so hell, hier wo der Spider-Cube hängt. Und dementsprechend ist diese Seite etwas dunkler. Schon habe ich entschieden, was ist an dieser Situation das Wichtigere für mich. Wir haben also hier das 18% Grau, wir haben eine Lichtfalle, wir haben eine Schwarzfläche, wir haben eine Weißfläche und hier oben eine Chromkugel. Das heißt, wir haben immer eine Unterbelichtung, immer eine Überbelichtung. Und das ist der große Unterschied zur Graukarte. Bei einer Graukarte habe ich A, das Ganze als Karte. Das bedeutet natürlich, diese Mischlichtsituation kann ich gar nicht erfassen. Das ist der eine Punkt. Und was ich dann auch nicht kann, ist halt eben den Kontrastumfang damit auch gleich regeln. Das ist etwas, was eben über den normalen Einsatz einer Graukarte hinausgeht, was der Spider-Cube mir bietet. Und damit habe ich im RAW meine Referenz, denn ich weiß doch gar nicht, wie war denn das hier? Nach Auge sagen viele, ja, ach, das so und so war das. Aber Sie kennen alle, denke ich mal, genug Beispiele, wo man ihren Augen Tricks und ja, ich sag mal, den einen oder anderen Schabernack spielt. Wir haben das auch in den Webinaren immer wieder mal gezeigt. Deshalb lasse ich das an dieser Stelle jetzt mal. Aber ich zeige Ihnen einfach, wie man damit umgeht. Ich mache einen Doppelklick, da es ja ein RAW ist, in diesem Fall eine NF-Datei. Mein Kamera-RAW geht auf und ich habe das jetzt auch so eingestellt, dass ich hier an dieser Stelle gleich auch die Über- und Unterbelichtungswarnung aktiviert habe. Nun sehen Sie entsprechend hier oben, beziehungsweise im Bild in Form rot. So, wie funktioniert das Ganze? Relativ einfach. Ich nehme jetzt mein Weißabgleichswerkzeug und damit klicke ich auf die hellere der beiden Grauflächen. So, und wenn ich den Unterschied sehe, dann muss ich an der Stelle sagen, das ist eine ganze Menge. Ich mache das nochmal rückgängig. Steuerung Z, Command Z auf dem Mac. Also, so sieht's aus. Ja, hätte so gewesen sein können. Sieht aber für eine Fenster, also durch ein Fenster beleuchtete Aufnahme schon sehr warm aus. Also draufgeklickt und ich sehe die entsprechende Einstellung der Farbtemperatur/Farbtonkontrolle. So, das ist schon mal der erste Schritt. Ganz simpel. Der funktioniert immer ganz einfach. Jetzt habe ich hier eine Weißfläche, die im Augenblick überbelichtet ist. Und ich muss mich immer noch an dieser Weißfläche orientieren. In der Chromkugel hier oben, da darf ich immer eine Überbelichtung drin haben. Wie gesagt, hier unten eine Schwarzfläche und eine Lichtfalle. Darüber kümmern wir uns gleich. Ich gehe jetzt mit der Belichtung her und reduziere hier einfach die Belichtung so weit, das ist hier in diesem Falle nicht viel, bis ich hier keine Warnung mehr bekomme. Sollten Sie an der Stelle einen anderen Kamera-Kalibrierungsprozess im Bild verwendet haben, das ist hier in diesem Falle noch ein bisschen ein älterer, dann die Belichtung reduzieren genauso und dann wird es hinterher noch einen Schritt mehr, aber das ist dann auch wirklich alles. So, weil ich kann nachher überprüfen, wo ist denn hier mein Weißwert und der sollte bei 230 plus X liegen. Also wenn der auch bei 240 oder bei mir in diesem Falle noch ein bisschen mehr ist, dann ist das auch in Ordnung. Ich kann einen kleinen Tick runtergehen, dann ist es das, Sie sehen, da komme ich hin. Aber ich bin ja noch nicht ganz fertig, deshalb gucke ich am Ende immer da nochmal drauf. So, dann bei Schwarz. Jetzt gilt es natürlich, wenn ich hier unten drin in der Lichtfalle, Sie sehen oben die RGB-Werte, ne? Hier oben stehen sie, wenn ich mit der Pipette drauf bin. Sie sehen, da sind 18, 19, 20. Da ist also irgendwas, in diesem Fall ein Rauschen.
kann ja nicht sein. Lichtfalle muss schwarz sein, also muss abgesoffen sein. Korrigiere ich also auch entsprechend, und zwar hier korrigiere ich so weit, bis das Ding da unten in diesem Falle blau wird. Das heißt, die Warnung angeht. Ich kann die auch mal ausschalten. Jetzt habe ich das wirklich so. Sie können in anderer Software, anderen Prozessen natürlich auch so korrigieren. Das soll schwarz sein und das muss nun schwarz sein. Was so um die 10 bis 20 RGB-Wert sein sollte. Optimalerweise eben auch bei 4%, wenn Sie Prozentwert haben. So, hinterher kann ich immer noch mal zur Kontrolle, ob ich dann richtig unterwegs bin, in die Grauflächen hineingehen, in das Neutralgrau und das überprüfen, und auch daran kann ich mich orientieren, so dass ich hier eine hervorragende Kontrastbalance hinbekomme. So, wenn ich die dann habe an meinem Referenzbild, dann muss ich die natürlich nur noch übertragen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Dazu speichere ich meine Einstellung. Und jetzt gilt es natürlich, alles wegzunehmen. Eigentlich brauche ich nur den Weißabgleich, die Belichtung, ne, und also alles, was wir hier haben. Kontrast brauche ich schon nicht mehr. Wenn ich das so speichere, dann habe ich keine Probleme. Das muss man jetzt, je nach, also ich habe das jetzt hier im Camera Raw gemacht. Sie können das natürlich in jeder anderen Applikation genauso machen, ob das nun Lightroom ist oder Corel Photo Paint oder ja, nehmen Sie DxO oder RAW, andere RAW-Konverter, vollkommen egal. Da können Sie das in der Regel eben genauso machen. Jeder Hersteller speichert es ein bisschen anders. Das müssen Sie natürlich individuell schauen. Aber es geht, kein Problem. Sag ich jetzt speichern, das Kind kriegt einen Namen. Wir haben heute den 07.10.2015 und ab dafür. So, jetzt würde ich das Bild öffnen. Mache ich natürlich in diesem Falle nicht. Ich breche das mal ab, weil ich das Bild beim nächsten Mal auch wieder unbearbeitet nutzen möchte. Jetzt hole ich mir eben kurzerhand das zweite Bild dazu, dieses. Und Sie sehen, gleichen Problematiken. Und dann gehe ich her und sage an dieser Stelle, Einstellungen laden, eine Möglichkeit. Oder ich kann natürlich auch hergehen und kann einfach hier hinten in die Vorgaben gehen und hole mir die Vorgabe, klick drauf, wende sie an. Ich kann das Ganze auch über die Bridge realisieren. Ich kann also auch in der Bridge schon sagen, dass mir das automatisch damit geöffnet wird. Das ist möglich an dieser Stelle. Also auf diese Art und Weise ganz simpel und einfach. Was ich jetzt aber an dieser Stelle noch dazu mache, ist, ich sage auch hier abbrechen und entlaste meinen Rechner ein kleines bisschen, indem ich die hier einfach mal schließe und wir springen wieder zurück in die PowerPoint-Präsentation. So, das war die Arbeit mit dem Spider Cube. Kurz und einfach. So, dann geht's weiter. Wir haben im Workflow gesehen, wenn wir jetzt das Ganze fotografiert haben, fertig, jetzt muss ich meinen Monitor kalibrieren. Haben wir im Workflow gesehen, das ist, wäre der nächste Schritt. Ob ich den Schritt nicht eventuell sogar als allererstes mache, bleibt Ihnen überlassen. Aber da gilt, Monitor warm laufen lassen, das ist so ein Außen-Quick-Start-Guide. Die Software installieren, aktivieren, Schutzkappe ab, drüber hängen, kalibrieren. Fertig. So, deshalb gilt auch hier, wir haben für anspruchsvolle Fotografen eine Software, die einerseits einen Expertenmodus kennt, aber auch so etwas wie einen Assistenzmodus kennt. Das heißt, sowohl derjenige, der sagt, okay, ich kenne das eigentlich schon, ich kann da ziemlich schnell durchgehen, als auch derjenige sagt, oh, ich habe jetzt eine neue Konfiguration. Ich muss da mal in den Expertenmodus hinein. Ich brauche mal Unterstützung. Alles kein Problem, ist vorhanden. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Spider 5 Elite auf jede Kalibrierungseinstellung zu kalibrieren. Wenn Sie also feststellen, ich brauche bei mir aufgrund der Lichtsituation im Raum eine entsprechend gewählte Bildschirmhelligkeit, dann können Sie das machen. Generell gilt natürlich, der Monitor sollte die hellste Lichtquelle im Raum sein, denn wenn es im Raum zu hell wird, dann kann Ihr Monitor in den Tiefen viele Dinge einfach nicht mehr sauber darstellen. Beziehungsweise Sie und ich natürlich genauso können diese Dinge einfach nicht mehr gut genug
wahrnehmen. Gilt natürlich auch für die Spitzlichtsituationen, wenn Sie da Zeichnung irgendwann nicht mehr erkennen können, weil es einfach schlichtweg zu hell ist bei Ihnen im Raum, dann macht Bildbearbeitung keinen Sinn mehr. Ne? Deshalb haben wir eine Raumlichtüberwachung dabei, damit Sie die optimale Helligkeit ermitteln können. Und die Raumlichtüberwachung, wenn Sie die aktiviert haben, sagt Ihnen, okay, das Ergebnis ist im Augenblick so, dass Sie die gleiche Lichtsituation haben, wie Sie kalibriert haben. Aber wenn Sie kalibrieren, sehen Sie als allererstes eben auch, welche Raumlichtsituation bei Ihnen herrscht und ob diese Raumlichtsituation denn wirklich so gut geeignet ist für Bildbearbeitung oder man hier an der Stelle nachhilft und das zu einer etwas geringeren Kalibrierungsqualität führt, weil Physik können wir auch nicht umstoßen. Es gibt einen Vorher-Nachher-Vergleich, das kann ich mir auch im Vollbildmodus angucken. Und wir haben einen Spider-5-Sensor und dazu sage ich Ihnen jetzt gleich noch ein bisschen was. Keine Sorge. Wir haben einerseits den neuen Sensor, den vielleicht der eine oder andere schon kennt. Er ist halt wesentlich kompakter, hat einen Stativanschluss, den sieht man hier, und die Sensorkappe, die den Sensor schützt und gleichzeitig als Gegengewicht dient. Und da sie eleganterweise, logischerweise am Kabel befestigt ist, sonst wird es ja auch als Gegengewicht nicht funktionieren, kann sie ihn auch nicht verloren gehen. Also alles in einem. Das Wichtige dabei ist, das Innenleben ist komplett neu. Wir haben im Vergleich zu früheren Sensorgenerationen, da hatten Sie hier eine Hub-Platine und dort waren alle Komponenten drauf montiert und es gab halt eben hier die entsprechenden optischen Einheiten dazu, davor gebaut, dahinter gebaut, je nachdem, wo es im Strahlengang untergebracht werden musste. Was wir jetzt haben, wir haben hier drin eine Einheit, eine optische Einheit, die quasi ein Gehäuse im Gehäuse darstellt. Dadurch sind wir einfach wesentlich stärker vor mechanischen Einflüssen geschützt. Als Beispiel, Monitore werden immer größer. Und das bedeutet, der Abstand zwischen Ihnen persönlich, wo Sie sitzen, und Ihrem Monitor wird größer. Und dann passiert, haben wir immer wieder mal mitgekriegt in letzter Zeit, oh, mir ist der Sensor runtergefallen. Das überlebt der Sensor, der alte Sensor auch in der Regel bei 50 Fällen. Aber irgendwann verschiebt sich da drin was, Kunststoff, der sich leicht verformt. Das sehen Sie unter Umständen gar nicht. Und wir reden aber hier über etwas, was mit Optik arbeitet. Das heißt, wenn die Optik nicht mehr stimmt, kann man sich vorstellen, passt das Ganze nicht mehr. Deshalb ist diese Einheit, die schon mal eine Kapsel in der Kapsel darstellt, ist natürlich ein doppelter Schutz. Der Wabenfilter, den Sie hier sehen, ist feiner strukturiert. Der Kunststoff ist hier dicker und das sorgt dafür, dass das Licht, was hier auf die Sensoren kommt, wesentlich geradliniger eintreten muss und das heißt weniger Streulicht. Nach wie vor 7 Sensoren, die hier drin sind. Und diese Veränderungen führen einfach dazu, dass man in den Tiefen bis zu 55% genauer werden kann. Wir sagen auch ganz ehrlich und offen bis zu, wenn Sie, ich sag mal, einen High-End-Monitor, ISO, CG, irgendwas haben, dann haben Sie keine 55% Verbesserung mehr. Wenn Sie aber, ich sag mal, Standardmonitore haben, dann kriegen Sie eine starke Verbesserung in den Tiefen hin, eben bis zu 55%. Das sorgt dafür auch für bessere Zeichnung und weichere Verläufe. So, mehr soll es gar nicht sein. Wir haben eine Software, die ist vielleicht nochmal ganz interessant. Die ist ja neu verändert gestaltet, sage ich jetzt mal. Nicht komplett neu, sondern einfach, da hat sich was getan. Misst automatisch, wie man es gerade sieht, aktiviert das Ganze hinterher und eine erste Kalibrierung dauert 5 Minuten, eine Rekalibrierung dauert 2,5 Minuten. Achtung, ich kann die erste Kalibrierung ein bisschen verlängern, indem ich eine zusätzliche Option einschalte. Aber im Sinne der Qualität ist mir persönlich das recht. Was neu ist, ist einfach, wir haben eine dynamische Hilfefunktion. Und wenn Sie die Software das erste Mal starten, sieht die erstmal so aus. Dann klappen Sie hier, wenn Sie wollen, die Hilfe ein und die Hilfe erklärt Ihnen interaktiv, nämlich in Abhängigkeit, wo Sie draufklicken, nicht nur, was möglich ist an Optionen, sondern auch, warum, welche Option sinnvoll ist, jetzt auszuwählen. Und da schauen wir uns einfach mal an. Hier bei den Kalibrierungseinstellungen, wenn ich also was wissen möchte über, ich sage jetzt einfach mal den Weißpunkt, dann klicke ich hier einfach drauf, dann steht hier Farbtext. Und ich bekomme die entsprechenden. Und hier 6500 Kelvin ist für den Fotografen die häufigste Option, der empfohlene Wert.
Nicht? Helligkeit. Auch das sind Dinge, die dann eben an der Stelle zu sehen sind. Für denjenigen, der sagt, ich weiß das schon, okay, brauche ich nicht. Aber für denjenigen, der sagt, oh, ich bin neu dabei oder ich habe hier eine veränderte Situation, ich kann einfach mal nachschlagen. Für diejenigen, die sagen, ich kalibriere zum Beispiel das erste Mal einen Beamer, jo, dann finde ich das. Oder ich habe mehrere Monitore, die ich aufeinander abstimmen möchte, auch das ist eben dann verfügbar. So, auch da will ich Ihnen ein bisschen was zeigen. Dazu gehe ich mal in den Spider 5 Elite, in die Software hinein. So, gestartet, alles bis jetzt noch kein Problem. Ich habe hier meine Informationen, bekomme immer an der, wie gesagt, an der Seite die entsprechende Hilfe mit angezeigt. Sie sehen das hier. Gehen wir einfach mal weiter. Ich mache das jetzt mal mit meinem Assistenten, sage, okay, schau mir das Ganze schrittweise an, sag dann eben hier, ich möchte eine vollständige Kalibrierung machen, würde ich Ihnen, also machen Sie am Anfang immer, aber man kann später auch eine Rekal machen, aber zwischendurch immer wieder auch eine Fullkal. Die dauert halt einen Tick länger, aber sie ist eben auch genauer, weil grundlegender. So. Etwas, was nicht uninteressant sind, die Vorgaben bzw. Empfehlungen. Dabei kann es übrigens sein, dass bei der Helligkeit Ihnen was anderes empfohlen wird als mir jetzt hier gerade. Das kann einfach daran liegen, wenn Sie vorher ausgewählt haben, ich kalibriere jetzt hier einen Laptop. Beim Laptop kann ich in der Regel zum Beispiel die Helligkeit gar nicht so fein einstellen, wie ich das beim Desktop-Monitor machen kann. Dann steht hier eben unter Umständen bitte nicht anpassen, empfohlen. Weil für einen Laptop ist das in der Regel besser. Das heißt aber nicht, dass Sie das machen müssen, sondern wenn Sie halt einen Laptop haben, wo Sie, ich sag mal, über so ein paar Tasten nur grobmotorisch einstellen können, dann kommen Sie vielleicht an die 120 Candela, die Sie haben wollen, gar nicht so genau ran. Oder Sie sind mit dem Laptop immer in unterschiedlichen Umgebungen, dann lassen Sie sowas sein. Umgekehrt, wenn Sie sagen, ich habe meinen Laptop und ich habe da einen Schieberegler, mit dem ich die Helligkeit ganz genau einstellen kann, wie zum Beispiel bei einem MacBook Pro. Ja, dann schalte ich das auch beim Laptop ein. Ne, das ist so der Hintergrund. Und hier gibt es dann erweiterte Einstellungen. Da gucken wir auch mal rein. Hier habe ich halt die Möglichkeit, mir meine Ziele auch individuell abzuspeichern. Das mache ich mit der Expertenkonsole, kann ich meine eigenen Ziele wählen und kann die individuell abspeichern für diejenigen, die sowas nachher etwas intensiver betreiben. Ganz, ganz wichtig. Hier finde ich aber auch Ziele, die man auf den ersten Blick so gar nicht vermutet. Nämlich zum Beispiel eben das REC 709, hier ist es zu finden, oder das 2020. Das ist für alle die, die mit dem Videobereich zu tun haben. Das ist das, was Sie bei DVDs verwenden, dieses 709. Das ist auch das, was man bei im normalen Fernsehbereich verwenden würde. Wenn man mit DVDs, wie gesagt, danach dort arbeitet, PAL und SICAM beziehungsweise NTSC ist ja auch noch als Fernsehnorm dabei. Und für diejenigen, die HD oder Ultra HD Videos machen wollen, da kann ich meinen Fernseher eben auch auf die no relativ neue Norm, die REC 2020 kalibrieren. Ist kein Problem, kann ich machen. Und wie gesagt, ich kann mir eigene Settings generieren, so dass ich hier die unten drunter noch habe. Hier finde ich auch die Möglichkeit, die Raumbeleuchtungskontrolle ein- und auszuschalten oder halt eine Graubalance-Kalibrierung besser oder schlechter. Wofür ist das gedacht? Ganz einfach. Ich kann hier bei der Graubalance-Kalibrierung dafür sorgen, dass in dem Moment, wo sich beim Soll-Ist-Vergleich, denn wir haben das eben gerade in der kleinen Grafik gesehen, der Spider, den ich am Monitor hängt, der bekommt Farben dargestellt, im Endeffekt die Farbkurve und überprüft dann daran, wie stellt sich diese Kurve dar. Also nichts anderes als ein Soll-Ist-Vergleich und erzeugt eine entsprechende Korrekturkurve. Aus der Mathematik wissen die meisten sicherlich noch, wenn man an Kurvendiskussionen und ähnliches denkt, dass eine Kurve sich genauer beschreiben lässt, je mehr Stützpunkte sie hat. Und genau das ist das, was wir hier an dieser Stelle machen. Stellt die Software bei besserer Graubalance-Kalibrierung fest, okay, Soll und Ist weichen voneinander stärker ab, dann wird mit zusätzlichen Punkten nachgemessen. Ich muss das nicht machen, aber ich kann das. Das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, die schwarz-weiß arbeiten. Absolut
sicher machen. Ne? Es wird ein weicheres Profil, es wird ein präziseres Profil. Ne? Das ist so der Hintergrund. So, und dann wird es halt über weitergehen. Sagt er mir, okay, ja, mein Lieber, du hast das und das. Und dann geht's los. Er fragt mich, okay, mach doch Ganze jetzt mal. Ich mache das jetzt, ich habe mein Spider auch angeschlossen und sage, okay, habe ich auf dem Tisch platziert, geht weiter. Hoppla, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. So, Entschuldigung. Er hat die Raumbeleuchtungsmessung durchgeführt. Er sagt bei mir, das Licht ist schwach, sagt, okay, ich bin unter der Norm damit. Geht also auf 120 Candela und verändert hier den Weißpunkt ein wenig. Ich kann mich jetzt dazu entscheiden, zu sagen, das möchte ich. Dieser veränderte Weißpunkt, der eben nicht 6500 Kelvin ist, liegt einfach daran, Sie kennen diesen Satz, bei Nacht sind alle Katzen grau. Hier nimmt der Spider Rücksicht darauf, dass sich mein Sehverhalten verändert. So, es gibt nun Anwender, die sagen, okay, aufgrund ihres persönlichen Workflows arbeiten sie lieber mit anderen Werten, dann kann ich das hier einstellen. Das ist das, was ich machen kann. Und dann geht es wirklich los. Aber das möchte ich Ihnen jetzt hier einzelnen gar nicht unbedingt erklären. So. Das ist die Arbeit hier, so geht's und wir kommen dann auch schon wieder zurück, gucken, was uns noch erwartet. Es erwartet uns der Spider-Print. Der Spider-Print ist nun der letzte Schritt und hier geht es darum, ich installiere die Software. Dann geht es darum, die Druckeinstellungen anzupassen, das entsprechende Messchart, die Testdatei auszuwählen und auszudrucken. Dabei gilt natürlich, dieser Ausdruck darf nur mit abgeschaltetem Color Management erfolgen. Dieser Ausdruck hier. Das heißt, da muss ich wirklich mein Color Management im Druckertreiber deaktivieren. Ich muss zwar sagen, lieber Drucker, du druckst jetzt mit der und der Auflösung, du druckst auf dem und dem Papier, aber das Color Management, das von meinem Druckertreiber, will ich nicht haben, weil ich will das ja selber machen können. Dann diesen Ausdruck trocknen lassen, mindestens eine halbe Stunde. Ich würde Ihnen immer empfehlen, den Ausdruck sogar über Nacht trocknen zu lassen. Dann den Ausdruck auf den Schreibtisch legen und drei bis eher besser fünf Lagen des gleichen Papiers unten drunter und dann entweder zeilenweise oder auch Feld für Feld einmessen. Für diejenigen, die jetzt sagen, oh, Feld für Feld und dann vielleicht ja bis zu 1000 Felder sind möglich, dann muss ich an der Stelle sagen, ich kenne Leute, die schaffen es, Feld für Feld schneller einzulesen als viele mit dem Lineal. Dieses Profil übernehme ich dann und bin dann eigentlich schon fertig. Ich muss es nur wieder hinterher anwenden. Und da muss ich dann nachher doch nochmal den Photoshop starten. Aber kein Problem. So. Es gilt darum, wir haben also die Lösung für Drucke, die vorhersagbar und stimmig sind. Das war der Print, unterstützt Fotodrucker, Feinartdrucker, Postkartendrucker und andere. Postkartendrucker werden Sie jetzt sagen, wie kann denn der so klein drucken? Da sind spezielle Targets vorgesehen. Und wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich bei uns im Support. Das ist problemlos machbar, dass man eben auch diese Targets ausdruckt und hinterher, das ist das Schöne dabei, trotzdem das Lineal einsetzt. Es gibt erweiterte Grautargets, so habe ich das jetzt hier mal genannt. Das sind Graukeile. Und zwar nicht nur einfachen Graukeil, sondern das sind auch leicht angefärbte Graukeile. Also Graukeile, die ein bisschen warm sind, ein bisschen kalt sind, ein bisschen bläulich, ein bisschen gelblich, ein bisschen lila. Und das führt dazu, dass ich hinterher genau weiß, wo ist meine Graubalance, beziehungsweise das Profil sieht dann ganz genau, wo ist die Graubalance dieses Druckers. Und das heißt, dass Sie Farbdrucke hinterher machen können, die in hervorragender Qualität sind, aber noch viel wichtiger, auch Schwarz-Weiß-Drucke in entsprechender Qualität erzeugen können, ohne dass da auch ein Farbstich auftreten muss. Ne? Speziell also die Problemzonen nochmal extra eingemessen.
Extra heißt in diesem Falle nur, es sind ein paar Felder mehr, die ich einmessen kann. Das zeilenweise Lesen haben wir schon gesagt. Es gibt eine Soft-Proof-Funktion, die erlaubt Ihnen einfach hinterher zu gucken, was ist denn da, wie sieht denn das Ganze aus, und ich kann es auch ausdrucken. Und ich kann nicht nur eben für die ICC-Profile für jede Drucker, ups, da ist mir ein Schreibfehler reingefallen, und Tinten-Papier-Kombination erstellen. Das ist ja das, was ich machen muss. Ich kann auch hergehen und sagen, ich kann so ein Profil, wenn ich möchte, als Kopie so verändern, dass ich zum Beispiel alles mit einem Sepia ausdrucke. Das kann ich direkt fest einstellen sozusagen und habe dann ein Setting, so dass ich nicht in der Bildbearbeitung jedes Mal auf Sepia einstellen muss, sondern 30 Bilder, die für den Kalender sind oder wo auch immer, die ich ausgeben möchte, und passe sie entsprechend gleich über das Profil, indem ich dieses Profil zum Drucken nutze, kommen hinten aus dem Drucker alle Drucke in Sepia raus, und zwar alles in der gleichen Qualität. Ich habe dann also ein Profil, mit dem ich normal arbeiten kann, mit dem Profil Papier, aber ich habe halt eben auch eine Einstellung gemacht, wo ich reingegangen bin und habe das entsprechend verändert. Gut, die Hardware. Wenn ich mir das Ganze jetzt hier angucke, so sieht's aus. Spider Print. Früher gab es einen etwas anderen Spider, der hatte hier oben keinen Druckknopf oben drauf, da war die ganze Fläche zum Drucken. Der eigentliche Sensorkern hat sich nicht weiter verändert, deshalb können Sie auch mit älteren Geräten natürlich die aktuellste Software einsetzen. Anders als bei der Monitorkalibrierung, weil im Bereich der Monitore hat sich in den letzten 10 Jahren doch sehr, sehr, sehr viel getan. Beim Drucker hat sich zwar auch was getan, aber auf dem Ergebnis des Ausdrucks, das ist letztendlich, da hat sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich viel getan. Jedenfalls nichts, was den Farbumfang riesig verändert hat, sodass man also heute noch genauso einmisst, wie man vor 10 Jahren einmessen konnte. Nur als Beispiel. Gut. Wir haben also einen Assistenten auch hier hinterlegt. Das Ganze ist wichtig. Wir profilieren auf diese Art und Weise RGB-Drucker. Das heißt Drucker, die mit einem RGB-Datenstrom umgehen können. Wenn Sie Farblaserdrucker haben, wenn Sie Tintenstrahldrucker haben in Verbindung mit einem RIP, prüfen Sie bitte vorher, ob der mit RGB-Profilen umgehen kann. Denn dieser RGB-Drucker, das ist also der klassische Tintenstrahldrucker, der bekommt einen RGB-Datenstrom, ein RGB-Bild geschickt und macht dann die Umrechnung im Treiber in die einzelnen Farbkanäle. Wir können bis zu 967 Feldern, inklusive dieser zusätzlichen Grauskala drucken, Anpassungen der Farbausgabe für individuelle Anforderungen, und das Wichtige, wir erzeugen verschiedene ICC-Profile, wenn wir das dann auch wollen, weil, oder beziehungsweise wir sehen die entsprechenden Anpassungen und den Spider-Proof, den ich eben schon erwähnt hatte. Auch das, und das ist mir jetzt ganz wichtig, möchte ich Ihnen jetzt etwas ausführlicher zeigen, weil wir in letzter Zeit immer wieder angefragt worden sind, oh, können wir uns das nicht mal ein bisschen genauer anschauen? Da wird ja immer nicht so viel gezeigt. Und das ist das, was ich Ihnen natürlich jetzt auch zeigen möchte. Spider Print hier schon gestartet. Spider Print im Download werden Sie die Spider Print Version 5.0 finden. So, Sie starten die Software, können sich ein paar Informationen holen. Sie wollen aber in diesem Fall ein Profil für den eigenen Drucker erstellen. Gut, machen wir doch jetzt einfach mal. Dann gehe ich rein, Druckername, und ich war jetzt an dieser Stelle nicht faul. Ich habe da nur quasi mal was vorbereitet. Ist nicht ganz richtig. Ich zeige Ihnen gleich, wie man, wenn man später mal weitere Profile macht, wie man diese Einträge sich zurückholen kann, so dass man es immer wieder gleich eintragen kann. Weil, wenn Sie diese Einträge machen, empfehle ich Ihnen an der Stelle, dass Sie das nach einem gewissen Muster machen, damit Sie hinterher, wenn Sie die Ausdrucke sich später noch einmal anschauen, die Ausdrucke der Targets, dann können Sie sehen, okay, was war es denn? Es ist auch so, dass Sie natürlich alte Messdateien jederzeit wieder aufrufen können. Die werden abgespeichert, und dann kann man basierend auf den alten Messdateien theoretisch auch nochmal herangehen an das Ganze. Wer Drittanbieter Papiere beziehungsweise Drittanbieter Tinten oder beides zusammen einsetzt, dem empfehle ich dringend die Prüfung der Druckqualität. Das
Hier besteht die Möglichkeit eben zu sagen, dass Sie entweder auf vier Felder, würde dann so aussehen, oder eben als volles Blatt das Ganze ausdrucken können. Und dabei ist ganz wichtig, Sie machen das, wenn Sie es auf ein Blatt drucken, viermal mit unterschiedlichen Einstellungen. Denn der Hersteller eines Druckers sagt, okay, Sie stellen ein, als Beispiel, Lasterpapier oder Premium Glossy oder was auch immer. Dann schaltet der Drucker oder gibt Ihnen vor gewisse Auflösungen. Da steht dann häufig nicht, welche Auflösung Sie genau drucken. Da steht dann nur bessere Qualität, ganz tolle Qualität, optimale Qualität. So. Aber dadurch, dass Sie gesagt haben, ich drucke auf das und das Papier, hat der Druckertreiber stillschweigend gewisse Optionen unter Umständen abgeschaltet. Gewisse Auflösungen sind verfügbar oder nicht verfügbar. Er druckt bidirektional oder er druckt nicht bidirektional. Das wird über das Papier geregelt, und zwar die Papiereinstellung im Druckertreiber, weil wenn Sie zu viel Tinte oder zu wenig Tinte aufs Papier spritzen, zu schnell oder zu langsam drucken, zu langsam trocknen lassen oder zu schnell trocknen lassen, zu schnell ist häufig das Problem, dann kann es natürlich zu unangenehmen Nebeneffekten kommen. Das gilt für die Originalpapiere mit den Originaltinten. Das gilt aber nicht unter Umständen für Drittanbietertinten in Kombination mit Drittanbieterpapieren. Selbst Drittanbietertinten in Kombination mit Originalpapieren können problematisch sein. Wenn Sie zu hochwertigen Anbietern von Papieren und Tinten greifen, dann werden die Ihnen häufig sagen, okay, bitte stellen Sie das und das im Treiber ein, dann funktioniert es wieder. Wenn Sie das aber nicht haben, diese Informationen, arbeiten Sie quasi mit einer Gleichung mit mehreren Unbekannten, dann sollten Sie das hier für sich testen. Testen und dann tendenziell eher länger als kürzer trocknen lassen. So, genauso, wenn Sie nicht wissen, welche Trägermaterialeinstellungen, gibt es das gleiche nochmal, ein bisschen ausführlicher. Ich zeige das hier auch nochmal als Vollbild. Und dann kann ich auch hier die Ausdrucke überprüfen, passt das denn alles, wenn ich das Ganze ausdrucke mit, ich sage jetzt einfach mal Glossy oder Semi-Glossy oder Matt oder Normalpapier und der Auflösung. Dafür haben wir das mitgegeben. Und ich sage das deshalb so ausführlich, weil wann immer Sie zu Nicht-Original-Komponenten greifen, sollten Sie sicher sein, dass das Profil, was Sie erzeugen, basiert auf einem Ausdruck ist, der auch wirklich in Ordnung ist. Weil wenn Sie sich die Arbeit machen, das Ganze hinterher einzumessen und Ihr Ausdruck war von vornherein nicht wirklich in Ordnung, dann können Sie auch hinterher kein korrektes Profil erwarten. Deshalb haben wir das hier hinterlegt und deshalb gehe ich hier mal ein ganz kleines bisschen ausführlicher drauf ein. So, weiter geht's. Ich kann jetzt hier ein Ziel drucken und messen. Ich kann aber auch eine vorhandene Messdatei auswählen. Das ist etwas, was ich als allererstes einmal mache. Wenn ich schon etwas hinterlegt habe und auf diesem Rechner ist nicht viel, dann kann ich hier einfach reingehen und sage zum Beispiel Gloss Luster und kann mir das Ganze anschauen. So hat es in diesem Falle ausgesehen. Ich schließe das Ganze auch mal wieder. Und wenn ich jetzt zurückgehe, will ich Ihnen etwas zeigen. Ich gehe noch ein Feld zurück und dann sehen Sie, was hier steht. Er hat nämlich diese Einstellung einfach zurück übernommen. Das heißt, wenn Sie anfangen, für sich das Ganze sorgfältig zu machen, dann können Sie es hinterher quasi wieder abrufen und dann natürlich für ein neues Papier, brauchen Sie nur noch das Papier ändern oder ähnliches. No? Also das ist so der Hintergrund. Aber schauen wir uns das Ganze an und zwar jetzt vom Beginnend. Deshalb, wie gesagt, ich empfehle Ihnen, das Ganze sauber und sorgfältig auszufüllen, weil wenn Sie das sauber und sorgfältig ausgefüllt haben, das ist ja jetzt bei mir geschehen, und dann sage ich Ziel drucken und messen. Dann gibt es hier verschiedene Ziele. Es gibt einerseits die Klassikziele, die zeigt er mir jetzt an. Diese Ziele haben den Vorteil, dass sie relativ kleine Felder bilden und dadurch wenig Seiten nutzen. Also wenig Papierseiten. Ich kann auch immer in eine Vorschau hineingehen und kann mir das Ganze wirklich angucken. Ich kann übrigens auch mir die entsprechenden RGB-Werte hier unten anzeigen lassen. Das sind die RGB-Werte, die dahinter liegen. Wir schauen uns das Ganze auch nachher nochmal an einer Messdatei an. Gut. Ich schließe das hier. Komme nochmal zurück. Für diejenigen, die sagen, okay,
Ich habe einen ganz normalen, ich sage jetzt einfach nicht Wald- und Wiesendrucker, sondern ich arbeite primär bunt. Ist dieses ein gutes Ziel? Für diejenigen, die sagen, ich möchte meine Qualität steigern, ich arbeite hin und wieder auch mal mit Schwarz-Weiß, dann würde ich immer die zusätzliche Grauskala empfehlen. Und jetzt eine Einschränkung der Klassikziele. Die Klassikziele haben, wie gesagt, kleinere Felder hier. Und deshalb, und auch bei den Abständen zwischen den Feldern, ist hier das Ganze alles etwas enger. Deshalb können Sie diese Klassikziele in Verbindung mit dem Guide, also wie hier gerade auf dem Bild gemessen wird, nicht verwenden. Hier brauchen Sie die EZ-Ziele. Wenn Sie jetzt fragen, warum heißt denn das EZ, dann sage ich Ihnen ganz einfach, EZ amerikanisch ausgesprochen, ist easy. Das sind die einfachen easy Targets, also für das einfache Einlesen. So kann man sich das auch gut merken. Und dann sehe ich hier zum Beispiel einfach mal, das sind hier schon mal 4 Seiten. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich klicke da nochmal drauf. So, hier, und jetzt sehen Sie, dass er die Einträge übernommen hat. Wenn Sie die also ordentlich machen, dann haben Sie die auch ordentlich auf dem Ausdruck. Dann können Sie nämlich auch am nächsten Tag problemlos das Ganze wieder aufrufen und sehen, ah, das ist alles da und fertig. Das heißt, ne, so kann man arbeiten. Und jetzt sehe ich hier, es sind Muster sozusagen. Diese Muster sind nicht ganz unwichtig. Warum? Erzähle ich Ihnen gleich. Und wir schauen mal auf Seite 3 und 4 und dort sehen Sie dann das, was ich gemeint habe. Hier haben Sie Graukeile, die angefärbt sind. Sie haben aber auch neutrale Graukeile. Und wenn man die halt ausdruckt, gehen also immer runter bis auf weiß. Hier sehen Sie ein Feld, das ist wirklich weiß. Auf diese Art und Weise können Sie sehr einfach sich das Ganze darstellen. Und hier der Trenner ist immer, damit der Sensor mitkriegt, oh, jetzt kommt ein neues Feld. Weil hier sind halt die Unterschiede zwischen den Feldern nicht so wirklich groß. Und das muss er halt wissen. Das erkennt er dann. Gut, so würde ich das Ganze dann ausdrucken. Wenn ich jetzt sage, vorgewähltes Ziel drucken, zum Beispiel A3, ich sage jetzt einfach nur die eine. Und jetzt muss ich nur mal ganz schnell hier einen entsprechenden Drucker auswählen. Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. In den Einstellungen geht es jetzt halt darum, ich muss das entsprechende Papier auswählen. Das wähle ich jetzt hier aus. Fotopapier, ich sage jetzt einfach mal Glossy oder was auch immer. Sage, klar, ich drucke Farbe, ganz klar, die Qualität. Dann gehe ich in die Qualitätsoption hier hinein, dann kann ich es wirklich genau einstellen. Und was wichtig ist, das ist alles bis jetzt uninteressant gewesen. Das ist etwas, was Sie sich einstellen und sicherlich auch merken sollten. Aber das Wichtigste kommt hier unten. Hier ist es relativ einfach. Hier gibt es, was das Farbmanagement angeht, zwei Varianten. Aber das macht sRGB oder Adobe RGB. Das ist falsch. Ich muss hier in diesem Falle bei dem Epson-Treiber einen Benutzer definiert hinein und kann dann eben sagen, okay, Farbanpassung, ICM, dann gehe ich in die erweiterten Einstellungen oder eben aus. Und das ist für mich wichtig. Aus. Und jetzt ein letzter Tipp. Diese Einstellung kann ich speichern. Diese Treibereinstellung würde ich Ihnen immer empfehlen zu speichern. Und diese Treibereinstellung, wenn Sie die sich speichern, können Sie sie beim nächsten Mal wieder verwenden. Das ist der eine Vorteil. Aber Sie können natürlich auch sagen, bei der Profileinstellung, das habe ich mit der Treibereinstellung XY gemacht. Dann kann man, wenn man nach 300, 400 Drucken wieder hergeht und eventuell wieder eine neue Profilierung machen, kann man wieder rangehen und kann das wieder aufrufen. Und ich muss mir die Arbeit beim zweiten und beim dritten Mal nicht doppelt und dreifach machen. Und ich kann sicher sein, dass meine Einstellungen wirklich stimmig sind. So, ich drucke das jetzt hier nicht aus, ich breche das an dieser Stelle einfach ab, denn ich möchte Ihnen hier in der Software noch ein paar Dinge zeigen. Dazu gehe ich mal zurück. Und sage jetzt an dieser Stelle, ich möchte eine vorhandene Messdatei wählen. Wenn Sie nämlich einmal was eingemessen haben, wird das als XML-Datei abgespeichert. Das ist übrigens eine Datei, da kann es durchaus sein, dass wir im Support sagen, die bräuchten wir von Ihnen mal. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Profil. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ist im Zweifelsfalle auch unter Umständen mal kein Profil von mir selber, aber das ist etwas, was ich Ihnen zeigen möchte. So, hier sehen Sie das Ganze und zwar in diesem Falle als reine
Anzeige. Das heißt, rein heißt, hier zeigt er mir unten immer die RGB-Werte des Feldes, was ich angeklickt habe. Ich kann mir das Ganze auch geteilt anzeigen lassen. Dann sehe ich hier, das ist der gemessene Wert. Der wird in LAB dargestellt und das ist der Wert in RGB. Sie sehen, es ist bedeutend dunkler. Es muss ja auch an dieser Stelle bedeutend dunkler sein. Wenn das zu hell ist, dann haben Sie das Color Management eingeschaltet gehabt. Das ist ein kleiner Hinweis darauf. Nicht? Also das ist etwas, was nicht uninteressant ist. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt auch noch eine Ansicht, die heißt gemessene Luminanz. Das ist der reine LAB-Wert. Und jetzt der Trick. Nehmen Sie die Tasten 1 und 3 und dann können Sie hin und her schalten. Auf diese Art und Weise kann man sehr schnell mal Messfehler ermitteln. So, und zwar, ich habe hier im reinen Modus Verläufe. Ganz simpel, ganz einfach. So, ich habe also richtig hier einen Blauverlauf und wenn ich mir das im gemessenen Modus angucke, dann muss ich hier auch einen Blauverlauf haben. Der muss nicht gleich sein. Er darf bloß nicht hin und her springen. No, das ist ganz wichtig. Ich gucke mal, ob ich hier in dem Profil, habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob wir da einen Messfehler finden. Das sieht aber alles relativ gut aus. Ich zeige das, ich erkläre das hier nochmal. Also, hier wird es von einem Gelbton heller, heller, heller ins Graue. Und wenn ich jetzt auf einmal heller, heller, heller beim Gemessenen habe, heller, 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 dunkler, heller, heller, dann weiß ich, das ist ein Messfehler, klicke das Feld an und kann es nachmessen. Gut, so überprüfe ich, das haben wir auch als Video bei uns auf der Webseite, so überprüfe ich meine Messung und gehe dann weiter, aber nicht bevor wir nochmal auf die Seite 4 gehen. So, auf diesem Feld, in diesem Falle J10, ist bei jedem Chart ein bisschen anders. Es ist auch mehr als einmal vorhanden. Das ist ein Feld RGB 255, 255, 255. Heißt an dieser Stelle, da ist nichts gedruckt worden. Das ist einfach nur weiß. Und hier schaue ich einfach mal den LAB-Wert an. Und zwar genauer gesagt den B-Wert. Denn dieses Papier ist ein Glossy-Papier. Und Glossy-Papiere haben in der Regel einen optischen Aufheller enthalten. Wir sprachen heute schon mal drüber bei der Waschmaschine. So, dieser optische Aufheller muss kompensiert werden. Deshalb sage ich an dieser Stelle speichern und schließen. Jetzt geht es entsprechend weiter. Ich komme in Spider-Proof. Und in dem Moment, wo ich einen optischen Aufheller habe, gehe ich hier in die erweiterte Bearbeitung und sehe hier oben, weiß wird mit minus 5 angezeigt. Da klicke ich einfach nur drauf und sage, bitte wähle meine Referenzfarbe für weiß, sage okay. Fertig. Und jetzt hat er diesen optischen Aufheller kompensiert. Auf diese Art und Weise kann ich sicher sein, das Ganze funktioniert. Und jetzt kann ich im Proof, Soft-Proof hier ein- und ausschalten. Und da es sich in diesem Falle um ein entsprechendes ja, High-End-Papier handelt, dann sehen Sie den Unterschied auch nicht so stark. Den sehen Sie jetzt übrigens auch am Bildschirm, weil es eben nicht wie bei einer Monitorkalibrierung, da würden Sie das nicht von mir sehen können, weil bei einer Monitorkalibrierung macht ein Screenshot keinen Unterschied. Da sieht man es nur als Zuschauer. Nicht? Und das Webinar nimmt die Daten intern aus meiner Maschine und nicht aus der Grafikkarte. Deshalb. Sie haben dann verschiedene Rendering-Intents, Rendering-Absicht, Farbanpassungsmethode. Da gibt es leider keine einheitliche Bezeichnung für im Deutschen. Und normalerweise sagt man dort, beim Drucken von Bildern sollte man menschliche Wahrnehmung, auch perzeptiv genannt oder relativ kolorimetrisch, nehmen. Normalerweise sagt man eben, Sättigung nimmt man überhaupt nicht in der Fotografie. Und weil dem so ist und diese vier Begrifflichkeiten, beziehungsweise dies vier sind Dinge aus dem ICC, aus dem Internationalen Color Konsortium, nachdem wir die ICC-Profile erstellen. Das ist der Standard, nach dem sich alle halten. Und die haben halt für diese vier Anpassungen, wann immer nämlich diese Anpassung kommt, wann immer zum Einsatz, in dem Moment, wenn
das Ausgabegerät Farben, die in der Datei enthalten sind, einfach nicht mehr darstellen kann. Als Beispiel, Sie drucken auf ein Hochglanzpapier und da kriegen Sie schöne Blautöne und schöne Tiefen. Da haben Sie in den Tiefen im Schwarzbereich noch Zeichnung. Dann nehmen Sie hinterher ein mattes Papier, dann fehlt Ihnen an vielen Stellen diese Zeichnung, weil das matte Papier mit der entsprechenden Tinte das gar nicht mehr darstellen kann. Dann muss entsprechend natürlich die Farben müssen entsprechend angepasst werden, die in Ihrer zu druckenden Datei sind. Auf gut Deutsch, das Auge wird beschissen, dass es den Unterschied nicht mehr wahrnimmt. Das ist es. Und da gibt es halt verschiedene Formeln für, oder beziehungsweise das sind keine Formeln, die dort definiert worden sind, sondern das sind Rezepte. Es ist nicht die Formel definiert worden, sondern es ist Rezepte, wie das Ganze arbeitet. Aber eben nicht in Einheiten oder mit Formeln, sondern da soll das und das hinterher rauskommen und Sie benutzen das bitte so und so. Als Beispiel bei Wahrnehmung sagt man, man kann sich das wie einen Luftballon vorstellen. In Ihrem Bild, großer Luftballon, da sind alle Farben drin. Ihr Drucker kann aber nur den kleineren Luftballon drucken, weil mit dem entsprechenden Papier geht das nicht anders. Dann kann man aus dem Luftballon einfach Luft ablassen. Der behält seine Form. Und das sind alle Farben verändert im Bild, aber die Verhältnisse der Farben zueinander, die sind immer noch gleich. Das ist eine Möglichkeit. So wird in Anführungszeichen beim Druck getrickst. Und das Auge merkt es nicht, das ist das Wichtige. Und was ich eben sagte, Sättigung ist das, was der Fotograf normalerweise nicht verwendet, weil es wirklich nur für den, eigentlich, ich sag mal, für den Office-Bereich, um Charts zu drucken. Dafür ist Sättigung gut. Das heißt, wenn Grafiker Charts drucken wollen, dann sagen sie, okay, das Bild wird mit Sättigung gerechnet. Weil das im Fotografiebereich ja nun überhaupt nichts zu suchen hat, sind wir hergegangen und haben gesagt, menschliche Wahrnehmung hat Stärken. Kolorimetrisch relativ, also relativ kolorimetrisch hat auch Stärken. Beides hat aber auch Schwächen. Und für den Fotografen haben wir versucht, hier die Stärken und hier die Stärken zu verbinden. Und das geht halt nur für Fotografie. Und diese Formel haben wir hinter Sättigung hinterlegt, weil wir müssen uns natürlich an diese vier Begrifflichkeiten halten. Nur die finden Sie im Photoshop später auch wieder. Das ist der entscheidende Punkt. Gut, so funktioniert das Ganze. Und jetzt starte ich, wie schon besprochen, meinen Photoshop glatt noch einmal. Ich überziehe jetzt mal 2 Minuten. Muss mal sehen, was ich hier noch an Dokumenten habe. Jo, dann nehme ich den mal, ist vollkommen egal jetzt. In der Hoffnung, dass er da ist. Nein, ist nicht da. Dann hole ich mir eben ein anderes Bild. Moment, hier habe ich was. Okay. Mal ein bisschen kleiner. Dann kann ich Ihnen das darstellen. Das mache ich jetzt einfach mal auf. Das Bild ist in Adobe RGB. Gut, alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt dieses Bild drucken werde, dann werde ich halt an dieser Stelle sagen, okay, Datei drucken. Und jetzt gehe ich halt her und sage, ich wähle meinen Drucker aus. Okay, nehme mir wieder den 38 80 und sage jetzt Farbmanagement durch Photoshop und kann jetzt hergehen und kann jetzt in meinen Profilen auswählen. Und das war zum Beispiel ein Profil, was wir vorhin bei mir gesehen haben. Vielleicht haben Sie es gesehen. Wähle das Profil aus und muss dann aber auch wieder eben sagen, relativ farbmetrisch, perzeptiv, das war wahrnehmungsorientiert, oder Sättigung. Hier wähle ich es dann entsprechend aus. Bitte an der Stelle, ganz wichtig, bei den Druckeinstellungen nicht vergessen, dass hier das Ganze ausgeschaltet sein muss. Und deshalb ist es so einfach, wenn man hier eine Einstellung hinterlegt hat und sie nur diese Einstellung anklicken muss und gegebenenfalls Papierformat ändern, ob man randlos oder ähnliches drucken möchte. Aber dann können Sie immer sicher sein, das Color Management ist aus. Das einfach nur gezeigt. Das ist in meinen Augen ganz wichtig gewesen. Und damit kommen wir jetzt auch schon fast wieder zum Schluss. Keine Sorge. So wird mit dem Spider-Print gearbeitet. Und wenn es losgeht, dann sage ich halt, ich nehme diese Datei, also sorry, mache den Koffer auf, nehme das Blatt, die Karte heraus, finde meine Seriennummer, sehe, wo ich die Software downloaden kann. Das bringt Sie auf eine Willkommensseite. Auf dieser Willkommensseite finden Sie
Quickstart, Erklärungen, das waren teilweise die Grafiken, die Sie heute schon gesehen haben. Da ist jeweils eine kurze Erklärung. Hier finden Sie die Software zum Download. Der Cube braucht keine Software. Der Spider 5 Elite, Spider Print, hier lade ich es runter. Hier finden Sie Videos, wo Ihnen nochmal gezeigt wird, wie funktioniert das Ganze. Neue Benutzerhandbücher, die wirklich genau erklären, wie es funktioniert. Das ist an dieser Stelle neu gestaltet worden. Sie haben den Zugriff auf den Support. Wie gesagt, die Quick Start Guides kann man sich hier auch nochmal angucken. Hier oben wird erklärt, wo finde ich denn alles Installation der Software. Auch das nochmal dabei. Ändert so ein bisschen für diejenigen, die es kennen, dann ist bei der 5, daran haben wir uns orientiert, weil wir da eine Einheitlichkeit schaffen wollen. So, und das bedeutet, Sie gehen her mit dem Spider-Cube, sorgen Sie dafür, dass im RAW Ihre Fotos vom Weißpunkt, vom Kontrastumfang korrekt dargestellt sind. Der Spider 5 Elite sorgt dafür, dass Sie am Monitor eine saubere Darstellung bekommen, keine Farbstiche, das heißt, Sie sehen das Bild so. Sie speichern es ab, nachdem Sie es bearbeitet haben, Ausschnitt oder gerne auch eventuell entsprechende Korrekturen vorgenommen haben. Wenn Sie sagen, ich habe ein gewisses Papier, was ich verwenden will, ein mattes Papier, dann würde ich Ihnen zum Beispiel auch empfehlen an dieser Stelle, arbeiten Sie im Photoshop zum Beispiel mit dem Softproof, erzeugen Sie sich gegebenenfalls eine Dateiversion, die nur für dieses Papier ist. Festplattenplatz ist heute kein Thema mehr. Und mit der Datei drucken Sie dann. Die ist dann optimiert für, ich sag mal, gewisse Papiere, wo vielleicht Dinge absaufen würden. Ne? Wenn wir also hier, nehmen wir mal diesen relativ kurz geschorenen Kopf, und wenn mir hier in den Tiefen irgendwas bei mattem Papier absäuft, ich dafür aber sorgen kann, indem ich hier einfach von der Belichtung rangehe, und das kann ich im Softproof sehen, dass ich einfach sage, okay, da gebe ich ein bisschen Gas, so dass ich auch auf Mattenpapier hier noch Struktur sehen kann. Dann mache ich das natürlich nicht in meiner Datei im Original, sondern ich erzeuge mir dann eine entsprechende Version. Und dann ausdrucken, wie eben gesehen, und dann stimmt der Ausdruck auch. Ne? Wir haben also den Spider-Cube eingesetzt, wir haben den Elite eingesetzt und den Spider-Print eingesetzt. Das heißt, wir haben den gesamten Workflow unter Kontrolle. Und das Ganze mit dem Spider 5 Studio Cover. So, dazu erzähle ich Ihnen jetzt gar nicht mehr viel. Das ist eher was auch später nochmal zum Nachschlagen. Wir hatten ja vorher schon ein Spider Studio. Ein paar Punkte will ich rausgreifen, nur ganz wenige. Einer der interessantesten dürfte sicherlich der Preis sein. Der hat sich dann doch ein wenig reduziert. Wir haben eben jetzt den aktuellen Spider 5 Elite dabei. Wir haben damit natürlich neue Ziele dabei und Sie sehen, das sind alles Dinge, die sich auf den Spider 5 Elite beziehen. Wichtig ist, für alle gilt, wir haben halt wirklich neue Videos, neue Handbücher, Schnellanleitungen, sodass Sie sich dort schnell komfortabel zurechtfinden. Und wenn Sie dennoch Fragen haben sollten, finden Sie weitere Informationen bei uns telefonisch, und zwar unter 00800 700 870. Wichtig dabei, die 00800 zu wählen. Das ist europaweit kostenlos. 0800 bringt Sie an der Stelle nicht weiter. Oder, und das ist in vielen Fällen noch sinnvoller, Sie gehen über unsere Webseite, Kundenservice kontaktieren, heißt es an dieser Stelle. Formular ist zwar auf Englisch, Sie schreiben auf Deutsch hinein. Und zwar das, was Sie an Fragen, Sorgen, Nöten haben. Wenn es dann nämlich darum geht, oh, mein Ausdruck, das ist noch nicht so, dann kann es durchaus sein, dass wir sagen, okay, schicken Sie uns bewusste Messdatei, die finden Sie da und da, schicken Sie uns die zu, dann können wir uns das bei uns auf dem Rechner anschauen, was Sie denn eingemessen haben und sehen ganz häufig, oh, böser Fehler, war gerade das Color Management eingeschaltet. Machen Sie das und schon ist das Ganze behoben. Es kann aber auch sein, dass es mal ein bisschen länger ist, kann durchaus sein, deshalb es ist häufig sinnvoller, wenn man dann die Lösung dieser Informationen in schriftlicher Form vor sich sieht. Gut, und weitere Webinare zu diesen und anderen Themen finden Sie bei uns auf der Webseite. Hier finden Sie auch ein Archiv, wo Sie Aufzeichnungen, unter anderem auch diese Aufzeichnung, später noch einmal sich anschauen können. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle, ich schalte die Fragefunktion frei, sage schon mal vielen Dank, habe jetzt doch 6 Minuten überzogen. Ich bitte da um Entschuldigung und freue mich an dieser Stelle auf Ihre Fragen. Sie gehen in das GoToWebinar-Panel rein an der rechten Seite und dort können Sie jetzt die Fragen, die Sie dann haben,